Lottogewinn anlegen, aber richtig, in der Schweiz. Studien zeigen, dass 80% der Gewinner im Lotto nach nur 2 Jahren den ganzen Lottogewinn vernichtet haben. Und jetzt wird's spannend. Es vergehen im Durchschnitt nur 19 Tage seit der Auszahlung, bis die Glückspilze den ersten Ferrari oder Lamborghini kaufen. Dasselbe gilt für unerwartete Erbschaften. Wieso ist Lottogewinnanlegen so schwierig? Was müssen Sie tun, damit Sie immer ein Glückspilz bleiben und niemals ein Pechvogel werden? Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen schützen können. Ihre persönliche Asset Protection Strategie setzen Sie am besten mit den sichersten Banken der Welt um, den Schweizer Privatbanken. Wenn Sie meine Tipps in diesem Video umsetzen, werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Geld haben. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin Schweizer Anwalt und berate die internationale Business-Elite in Sachen Asset Protection, also Vermögensschutz. Ich habe als Compliance Officer bei der alten UBS-Gruppe gearbeitet, ich war Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter, heute leite ich die Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und die Webseite SwissBankingLawyers.com. Hier finden Sie Tipps und Lösungen, um Ihr Vermögen mit Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Wie Sie die besten Anlagemöglichkeiten bei einem Lottogewinn? Was sind die besten Anlagemöglichkeiten bei einem Lottogewinn? Nur erfahrene Vermögensverwalter kennen die besten Investitionsmöglichkeiten für Lottomillionäre. Wer sofort eine Luxusvilla mit Lambos und Ferraris, Luxusjachten und Privatjets anschafft, hat und den Rest dem erstbesten Banker anvertraut, hat schon verloren. Man soll das Geld in die Schweiz überweisen und auf ein Tagesgeldkonto legen. In der Schweiz heißt das Callgeld. Es ist jederzeit verfügbar und es gibt einen moderaten Zins. Jedenfalls hat man nun genügend Zeit, um einen erfahrenen Finanzberater zu finden. Ich helfe Ihnen dabei. Sachwerte wie Aktien sind aktuell sehr beliebt. Wer in Aktien investiert, muss breit streuen und langfristig investieren, mindestens 5 Jahre. Eine gute Streuung erreicht man mit mindestens 50 Titel von hochwertigen Unternehmen, die seit vielen Jahren regelmäßig Gewinne machen und Dividenden ausschütten. Diese Titel nenne ich Dinosaurier-Aktien. So macht es auch Warren Buffett mit seiner Value Investment Strategy. Auch meine Vermögensverwalter sind Value Investors. Meiden Sie folgende Finanzprodukte. Aktien von unbekannten Unternehmen, Aktien von Start-up-Firmen, keine Derivate, keine Hedgefonds, kein Private Equity, keine illiquide Pink-Sheets-Titel, keine strukturierten Produkte und keine Hebelprodukte. Hebeln Sie nicht. Sie müssen Ihre Geldanlage verstehen, Sie müssen wissen, wie und was die Firma produziert. Schämen Sie sich nicht zu fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Studien zeigen, direkte Investments in Aktien oder Anleihen bringen mehr Rendite als indirekte Investments in Aktienfonds oder Obligationenfonds. Indirekte Investments sind teuer und intransparent, weil oft verdeckte Gebühren eingebaut sind, integriert sind. Es gibt allerdings günstige ETF-Fonds, die sehr attraktive Renditen abwerfen. Anleihen sind wieder attraktiv. Viele kombinieren Aktien mit Anleihen, zum Beispiel 20% in Anleihen, 60% in Aktien und 20% in Edelmetalle, vor allem Gold. Nur wer streut, mindert Risiken. Darum verlangen Schweizer Banken eine Mindestanlagesumme von 1 Million, da man mit weniger Geld nicht genügend streuen kann, außer mit teuren Aktienfonds. Wenn es um Millionen geht, kann man immer über Gebühren verhandeln. Immer. Ich verhandle gerne für Sie. Viele schwören auf Betongold, auf Immobilien. Hier muss man aufpassen. Nur wenn Sie von Lokalmatadoren beraten werden, von ansässigen Lokalmatadoren, sollen Sie in Immobilien investieren. Keine luxuriöse Villa, keine Liebhaberobjekte, sondern nur Renditeobjekte an guten Lagen. Die Lage ist sehr, sehr wichtig. Die falschen Immobilien sind fatal. Interessant sind Munis und REITs, also Immobilienfonds. Sie müssen auch hier diversifizieren. Lottogewinn anlegen, kann man von den Zinsen leben. In den 80er Jahren konnte man
den Lottogewinn anlegen und von den Zinsen leben. Die Zinsen steigen, die Inflation kann die Rendite vernichten. Anleihen müssen kurze Laufzeiten haben, sodass man im richtigen Moment umschichten kann. Wenn Sie von den Zinsen leben wollen, brauchen Sie einen Bond-Experten, einen Anleihe-Experten, der sich mit Corporate Bonds auskennt. Lassen Sie sich mit einem Teil vom Gewinn ein Corporate Bond Portfolio zusammenstellen. Wir kennen einen sehr guten Corporate Bond Spezialisten. Beim Lottogewinn anlegen bezeichnen sich die Einträge beim Bond Portfolio auf den Franken genau. Weil man die Laufzeit und den Zins zum Voraus kennt, sollte man seinen Lottogewinn im Ausland anlegen? Ja, auf jeden Fall. Denn Sie müssen Ihr Vermögen geografisch diversifizieren. Die Bank muss in einem Land liegen, das wirtschaftlich und politisch stabil ist. In einem Land, welches die finanzielle Privatsphäre schützt, eine starke Währung hat und als Steuerparadies bekannt ist. Es gibt nur ein Land, das diese Kriterien vortrefflich erfüllt, nämlich die Schweiz. Die internationale Business-Elite schätzt den Finanzplatz Schweiz seit über 100 Jahren. Deshalb liegen knapp 30% aller grenzüberschreitenden Vermögenswerte der Welt in der Schweiz. So viele Anleger können sich nicht irren. Die Schweiz ist die beste Asset Protection Destination für große Summen, die langfristig über Generationen hinweg angelegt werden müssen. Geld in die Schweiz bringen bedeutet langfristig investieren. Deshalb beträgt die durchschnittliche Lebensdauer von einem Bankkonto in der Schweiz 17 Jahre. Das aktuelle politische und wirtschaftliche Umfeld in Deutschland ist gegenüber Millionären feindlich gesinnt. Je weniger Personen von ihren Millionen wissen, desto besser sind sie geschützt. Deshalb müssen Sie als Millionär ein Auslandskonto in der Schweiz haben. Nehmen Sie Ihr Geld weg von Deutschland, bevor Deutschland es Ihnen wegnimmt. Lottogewinn in Gold anlegen, ist das sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Kaufen Sie kein Papiergold und keinen Goldschmuck. Historische Goldmünzen sollten Sie nur kaufen, wenn Sie sich auskennen oder von einem Numismatiker beraten werden. Zürich ist der wichtigste Goldhandelsplatz der Welt. Hier finden auch die wichtigsten Auktionen statt, zum Beispiel für römische Goldmünzen. Physisches Gold gehört in jedem Anlagemix. Seit 4000 Jahren hat Gold schon viele Wirtschaftskrisen, Kriege, Epidemien, Pestilenzien, Depressionen und vor allem mehrere Währungsreformen überlebt. Im Gegensatz zu anderen Anlageklassen gibt es mit Gold nie einen Totalverlust. Gold ist knapp. Es kann nicht wie Papiergeld unbegrenzt vermehrt werden. Gold reduziert das Risiko Ihrer Geldanlage massiv. Deshalb müssen Sie 10% bis 30% in Edelmetalle investieren, vorwiegend in Gold. Kaufen Sie kleine Goldbarren von 100 Gramm bis maximal 1 Kilogramm. Kaufen Sie dazu nur sehr bekannte 1-Unzen Goldmünzen wie Krügerrand, Wiener Philharmoniker und Maple Leaf. Kleinere Stückelungen sind einfacher zu verkaufen. Kaufen Sie nicht die 12,5 Kilogramm Goldbarren, wie es die Zentralbanken tun. Das ist nichts für Sie. Gold generiert weder Zinsen noch Dividenden, aber Sie können Gold in der Schweiz mit einem Belehnungswert von 80% belehnen für einen Zins, der unter 1% liegt. In der Schweiz können Sie Gold anonym lagern, sofern Sie das Schließfach privat mieten und nicht bei einer Bank. Das ist auch möglich, das wird sehr viel gewählt. In der Schweiz gibt es keine Beschränkungen oder Meldepflichten wie in Deutschland. Wenn Sie physisches Gold ab 10 Millionen Franken aufwärts kaufen, dürfen Sie es sogar in einer der Alpenfestungen des Zweiten Weltkriegs lagern, nämlich in einem Hochsicherheitsbunker der Artillerie im Gotthardmassiv. Vor allem russische und amerikanische Goldinvestoren schwören auf diese umgebauten Bunker in den Schweizer Alpen. Einen Teil der Anlage in Gold lagern Sie im Bankschließfach, welches Sie gleichzeitig mit dem Konto bekommen. Für den anderen Teil mieten Sie ein privates Schließfach für 500 bis 1000 Franken pro Jahr in Zürich, zum Beispiel bei Syncona Trading AG, Filoro Schweiz AG oder Degussa Goldhandel AG. Hier können Sie auch jederzeit Gold diskret in Bargeld umwandeln. Ich berate Sie gerne, wenn Sie Fragen dazu haben und ich Sie einführen soll. Diversifikation mindert das Risiko auch hier. Wie ich bereits zwei glücklichen Lottomillionären aus Deutschland geholfen habe, erzähle ich Ihnen jetzt. Lottogewinner Nummer 1 mit 36
Millionen und 500.000 Euro hat im April 2014 mit mir angelegt. Davon sind 12 Millionen bei Privatbank X deponiert. Sie ist in Familienbesitz und börsenkotiert. Sie sind in hochqualitative Aktien investiert, die regelmäßig Dividenden abwerfen. 6 Millionen Euro sind in Schweizer Aktien, mindestens 50 Aktien, keine Aktienfonds. Und 6 Millionen Euro sind geografisch und in Sektoren gestreute Aktien bekannter Firmen angelegt. 3 Millionen sind in Callgeld mehrerer starker Währungen investiert. Dieses Geld ist für Opportunity Deals, auf Deutsch Schnäppchendeals oder für Club Deals reserviert. 18 Millionen Euro sind bei der Kantonalbank Y investiert. Davon sind 4,5 Millionen in Schweizer Immobilienfonds, 4,5 Millionen in einem Corporate Bond Portfolio mit Firmen aus Nordeuropa investiert, 1,8 Millionen Euro in Fonds für Rohstoffe, 1,6 Millionen Euro in Schweizer Staatsanleihen, 3,6 Millionen Euro Callgeld in starken Währungen, 4 Millionen Euro sind in 1 Kilo 500 Gramm, 250 Gramm Goldbarren physisch und 1,5 Millionen Euro sind in Goldmünzen von je einer Unze außerhalb des Bankensystems in einem privaten Schließfach am Limmatgate in Zürich bei der Syncona Trading AG angelegt. Wenn es Rückschläge an den Märkten gibt, sind es immer die guten, alten und langweiligen Dinosaurier-Titel, die sich am schnellsten erholen. Dank den guten Börsenjahren war die Rendite ab April 2014 im Durchschnitt 8% pro Jahr. Das bedeutet eine Rendite von 243.000 Euro pro Monat. 243.000 Euro pro Monat. Der Goldpreis hat sich seit 2014 fast verdoppelt. Gold hat die Kursverluste von 2022 und 2023 ausgeglichen. Edelmetalle, vor allem Gold, gehören zu jeder diversifizierten Investition. Lottogewinner Nummer 2 hat mit 10,4 Millionen Euro ab Juni 2018 angelegt. 8 Millionen Euro sind bei einer Zürcher Privatbank Z deponiert, 3,2 Millionen Euro sind in bekannte Schweizer Titel investiert, die regelmäßig Dividenden abwerfen, 3,2 Millionen Euro sind in Schweizer Immobilienfonds investiert, 1,6 Millionen in Schweizer Staatsanleihen, 2,4 Millionen Euro sind hälftig verteilt in 1 Kilogramm, 500 Gramm und 250 Gramm Goldbarren physisch und Goldmünzen von einer Unze, die bei der Gusta Goldhandels AG gelagert sind. Er wollte Gold kaufen und sein Geld in Schweizer Franken anlegen. Dank dem Anstieg des Goldpreises und der Aufwertung des Schweizer Frankens haben wir seit Juni 2018 eine Rendite von 6,5% pro Jahr im Durchschnitt erreicht. Das entspricht einer monatlichen Rendite von 56.333.000 Euro pro Monat. Also 56.000 Euro pro Monat, da kann man gut leben. Insider-Informationen wie diese findet man nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht im Buchladen und auch nicht im Internet. Wenn Sie solche Informationen nützlich finden, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und klicken Sie auf die Glocke. Wenn Sie hier klicken, verpassen Sie kein neues Video mehr. Nehmen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Wenn Sie Ihr Vermögen diversifizieren, verstecken und mit Schweizer Banken besser schützen wollen, sollten Sie jetzt ein Konto in der Schweiz eröffnen. Ihr Schweizer Bankkonto ist in 10 Tagen eröffnet. Wenn Sie eine vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail und buchen Sie eine kostenlose telefonische Beratung. Greifen Sie jetzt zu Ihrem Handy und wählen 00414421244404. Es ist nie zu früh, ein Konto in der Schweiz zu haben, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.